heute, warum ich ein iMac 2020 7 Zoll bestellt, storniert und wieder bestellt habe, gleich bei Tesla Fan. Der Tesla-Fan heute. Ich kaufe ein iMac 2020 27 Zoll. Ich storniere ihn und ich kaufe wieder ein iMac 2020 27 Zoll. Ja, warum denn diesen Blödsinn? Ja, grundsätzlich gesehen, erstmal wollte ich gerne mir einen neuen Rechner kaufen. Mein Rechner, mit dem ich arbeite, ist dieser hier. Das ist ein iMac von 2011. Ich will nicht sagen, dass der iMac von 2011 schlecht ist, aber es ist schon eine Herausforderung, damit Videodateien zu rendern, weil es dauert doch schon ein bisschen länger. Jetzt sind meine Videodateien, zumindest von den meisten Filmen, die ich hier drehe, ja nicht ganz so komplex. Daher geht es einigermaßen, aber trotzdem dauert das schon seine Zeit. Und das ist natürlich so, wenn man jetzt so Videos schneidet und so weiter, dann möchte man das natürlich etwas zügiger haben. Außerdem ein weiterer Nachteil ist die Bildqualität, die ich hier jetzt habe. Im Moment mit der Kamera, die ich nutze, nämlich aus dem iMac heraus. Ich habe hier keine externe Kamera bei mir zu Hause. Da habe ich eine externe Kamera, mit der ich meine Videos mache. Ich habe jetzt hier ein Mikrofon, was ich nutze, was ich einmal zeigen kann. Also das ist hier das Mikrofon, was ich jetzt nutze für die Videos. Dadurch habe ich versucht, dass der Ton insgesamt besser, hoffentlich besser geworden ist. Ja, und was hat mein alter Mac? Ja, der alte Mac ist ein 21,5 Zoll Gerät, Mitte 2011, hat 2,8 Gigahertz Intel Core i7 Prozessor drin. 8 GB RAM, was schon nicht schlecht ist für die Zeit von 2011. Auch der Prozessor war einer der besseren, also der Rechner insgesamt war relativ hochpreisig, als ich ihn damals gekauft habe. Die Grafikkarte mit 512 MB ist natürlich ein klein bisschen schwach auf der Brust. Aber gut, okay, das Gerät hat das soweit alles gemacht. Wenn wir jetzt zur Festplatte kommen, das ist eine Terabyte-Festplatte und an sich kommt man mit so einer Terabyte-Festplatte ganz gut aus, wenn man so ein bisschen Sachen in der Cloud hat. Nicht jeder mag das oder auf einer anderen externen Festplatte, dann lässt sich das an sich ganz gut antun. Ansonsten, die Festplatte ist eben eine ganz normale drehende Festplatte, deswegen nicht so super schnell. Das merkt man ab und zu auch bei den Videos und so weiter, dass das dann stockt, was etwas ärgerlich ist, aber ja, kann ich im Moment nichts machen. Ja, nun habe ich dann natürlich mich entschieden, nachdem ich jetzt gewartet habe, dass der neue iMac rauskommt, mir einen neuen Rechner zu bestellen. Und hier zeige ich euch jetzt gleich mal, wie ich den ersten Rechner ausgesucht habe und dann auch, wie ich auf die Idee gekommen bin, den zu stornieren und den zweiten Rechner zu holen. Also bin ich raufgegangen auf die Seite und habe erstmal den 27 Zoll Bildschirm mir ausgewählt, weil der mir vom Prinzip her, weil der die Neuerungen hat und nicht der 21,5. Und auch auf dem größeren Bildschirm man natürlich sehr gut auch dann arbeiten kann. Ja, dann habe ich geschaut, welche Variante nehme ich denn? Und da haben wir die 3,1er Variante. Und die 3,1er Variante hat eben 256 GB Speicherplatz auf der Festplatte, eine SSD-Platte, 5K Display und hatte dann auch 4 GB bei der Grafikkarte, was relativ gut ist. 2046, und das war eben auch noch eine Bedingung, ich wollte nicht
unendlich viel Geld für den Rechner ausgeben. Das sollte sich innerhalb eines gewissen Rahmens abspielen, was bei Mac immer schon oder bei Apple immer schon schwierig ist. So, deswegen habe ich jetzt geschaut, ja, der nächstgrößere hat vom Prinzip her einen ähnlichen Prozessor, etwas schneller getaktet und hat aber eine 512er Speicher, 512er Speicherplatz. Und da habe ich mir dann gedacht, ja, okay, ich müsste aber einen größeren Arbeitsspeicher haben, 512er, ich wollte schon 1 Terabyte haben. Ansonsten dachte ich, wäre der Rechner an sich der richtige. Und so bin ich dann beigegangen und habe diesen Rechner konfiguriert mit den zusätzlichen Sachen, die ich eben haben wollte. Ich bin beim normalen Display geblieben, weil 600 Euro war mir zu teuer, um das für das andere Display zu investieren. Ich habe auch nicht weiter aufgerüstet in dem Prozessor, sondern bin auch auf dem Standardprozessor geblieben. Habe dann gesagt, ja Mensch, ich nehme 16 Gigabyte, bin weitergegangen, habe 1 Terabyte genommen, habe aber dann trotzdem den Gigabyte-Anschluss für LAN gelassen, weil ich habe zu Hause eben nur 1 Gigabyte und hier auch in Prag nur 1 Gigabyte. Also insofern kann ich mit den 10 Gigabyte auch gar nichts anfangen, da muss man schon in der professionellen Umgebung denn sein. So, bei der Magic Mouse, ich bin damit sehr zufrieden mit der Magic Mouse. Man kann ganz bestimmt auch anderes nutzen, aber mir gefällt sie sehr gut. Wie auch die normale Tastatur mir sehr gut gefällt. Allerdings hätte ich gerne einen Zahlenblock dazu. Das kann man hier leider nicht aussuchen. Ich habe auch keine Software dazu genommen und war dann bei 2728 Euro gelandet. Nun habe ich dann noch Apple Care dazu genommen. So, danach habe ich dann aber ein paar Videos mir angeschaut und bin dann darauf gekommen, ja, dass an sich der Speicher von 16 Gigabyte gar nicht ausreicht, um richtig Videos zu machen. Hätte man sich natürlich vorher angucken können, aber okay. So 32 Gigabyte würden schon 487 Euro nochmal dazu kosten. Das war mir an sich schon dann zu viel. Nun habe ich dann aber auch Videos gesehen, wie man den Speicher selbst upgraden kann und habe dann gesagt, ja okay, dann bestelle ich mir eben 32 GB dazu. Die kosteten 151 Euro, die kommen demnächst auch. Und dann grade ich meinen Computer ab. Habe dann aber gesagt, ja, wenn ich jetzt den Speicher nicht nehmen würde, dann würde ich ja 240 Euro sparen. Und die 3000 Euro waren so meine Grenze, was ich ausgeben wollte. Habe dann überlegt, okay, wenn ich jetzt nicht die 16 nehme, sondern ich gehe auf 8 GB, dann wäre es natürlich super, vielleicht auch die bessere Grafikkarte zu kriegen, die es ja gibt. Also alles noch einmal zurück zu der Auswahl und den nächsten Computer genommen, weil der hat schon ein 8-Core-System und 3,8 GHz, was schon mal doch ein ganzes Stück noch schneller ist. Und er hat nicht nur die 512, sondern er hat auch eine 8 GB auf der Grafikkarte. Und da habe ich dann gedacht, okay, dann wähle ich diesen mal aus, nachdem ich den ja bestellt hatte und dann storniert hatte. Glücklicherweise ging das ohne Probleme. Also habe ich diesen hier genommen und bin dann durchgegangen und habe dann gedacht, ja, okay, auch die Nanoglas, da habe ich natürlich auch drauf verzichtet, weil die 600 Euro wollte ich nicht ausgeben. Der größere Prozessor, ganz bestimmt super, dieser Prozessor. Aber auch das war mir dann zu viel zu investieren, weil das nochmal 500 Euro wären. Bei dem Arbeitsspeicher hatte ich mir ja Arbeitsspeicher bestellt, deswegen bin ich bei den 8 GB geblieben. Ja, und dann hatte ich eben den Vorteil, dass ich eine 8 GB Grafikkarte schon dabei hatte, was super ist, weil dann doch noch mehr Geschwindigkeit in den Gesamtprozess hineinkommt. Und ich habe dann eben die 1 Terabyte dazu genommen. Und mit der Garantie zusammen bin ich unter 3000 Euro geblieben und habe damit für mich den optimalen Rechner, der hat einen großen Speicher nachher, nämlich die 32
Gigabyte, die ich mir dazu bestellt habe, plus die 8, die da sowieso schon drin sind. Dann ist es so, habe ich einen Terabyte Festplattenspeicher, was aus meiner Sicht auch ausreichend ist für den Computer. Ich habe jetzt bei mir hier eine Terabyte also normale Festplatte drin. Und bei meinem Laptop habe ich, glaube ich, eine Fusion drin. Ja, das weiß ich jetzt gar nicht zu Hause. Müsste ich mal gucken, ob ich da eine Fusion drin habe oder noch eine normale Festplatte. Ja, auf jeden Fall habe ich damit genügend Speicher. Und die restlichen Konfigurationen habe ich gleich gelassen und habe diesen dann bestellt. Ein Nachteil gibt es natürlich bei der ganzen Sache. Ich bekomme meinen Computer erst am 29. August, steht da drin. Und vorher hätte ich ihn schon am 19. August gekriegt. Andererseits bin ich momentan dann auch nicht in Prag, wo der Computer nachher ja zum Einsatz kommen soll, sondern ich bin in Hamburg, habe dort ein bisschen Urlaub, dann nicht vollständig, aber ein paar Tage so zwischendurch immer mal. Und dann ist es nicht so wild, dass ich den Computer noch nicht habe. Den will ich ja hier mit hernehmen und hier vom Prinzip her dann nachher zum Einsatz bringen. Ja, das ist jetzt mein neuer Rechner. Unter 3000 stimmt natürlich nicht, denn ich habe ja noch die 151 ausgegeben für den Speicher. Damit komme ich doch über 3000 Euro. Das wäre ich aber auch mit dem anderen, weil diese 32 GB hätte ich sowieso bestellen müssen. Nun bin ich sehr froh, dass ich doch umbestellt habe und habe den Rechner geholt. Und ich glaube, dass das der Rechner ist, mit dem man den größten Nutzen zieht, zumindest aus meiner Sicht. Für meine Anwendung war ich damit mit dieser Wahl jetzt sehr zufrieden. Und vorher war ich da nicht so 100%. Ich hatte immer überlegt, ja mit der Grafikkarte noch, denn der Prozessor, ob der Prozessor denn gut ist. Und insofern habe ich jetzt, glaube ich, einen sehr guten Prozessor. Nicht das Beste, aber einen sehr guten Prozessor. Ich habe eine große Grafikkarte mit viel Speicher. Und ich habe nachher einen internen Speicher, der auch groß genug ist, um Videobearbeitung machen zu können. Also alles das, was ich mir so vorgestellt habe, habe ich jetzt konfiguriert. Ob das richtig war oder nicht, das sehe ich erst, wenn ich den Rechner dann habe. Und sobald ich ihn bekomme, werde ich natürlich ein kleines Video davon machen, wie ich ihn auspacke und wie ich denn die Speicher da einbaue. Ich habe mir da ein bisschen angeschaut, wie das geht. Früher habe ich meine alten Windows-Rechner, weiß ich noch, habe ich auch selbst zusammengebaut. Aber das ist schon ein paar Jahre her. Aber ich glaube, so ein Speicher einsetzen, das müsste man hinkriegen. Werde ich auf jeden Fall dann machen und ihr werdet dabei sein, wenn ich das mache. Und dann bin ich natürlich gespannt, wie schnell der Rechner ist und dort etwas verarbeiten kann. Ich habe keine Benchmark-Tools, also erwartet jetzt nicht die großen Benchmarks in dem Rechner. Und ich glaube, da gibt es super Leute, die das viel besser können als ich. Aber ich werde eben einfach mal probieren, eine Kleinigkeit dort zu machen. Und vielleicht können wir das zusammen dann sehen. Das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Tesla-Fan.